Hallo, liebe Zeitreisende. Hier sind Steffen und Luis. Dies ist natürlich wieder nur eine Sonderfolge von, und zwar ein Anhang zur 100. Folge. Es gab bereits eine Folge zur Herbststaffel 1914. Und diese Folge, dieser Anhang, bespricht jetzt die Frühjahrsstaffel 1915. Die hast du zusammengeschnitten, Luis. Mit welcher Folge beginnt es denn? Welchem Datum und wo endet sie denn? Die Frühjahrsstaffel 1915. Die Folge beginnt und zwar mit der Folge Frust durchtauchen am 14.02.1915. Mhm. Und sie hört auf mit der Folge 24 mit dem Titel, bewusst sage ich das jetzt trocken und seriös, Urlaub, Klo und Front. Am 27.06.1915. Und du hast dieses Best-of zusammengeschnitten. Erzähl doch mal, bevor wir jetzt den Einspieler bringen, worum geht es denn in dieser Frühjahrsstaffel 1915 so im Groben? Es geht um einiges. Also die Folge beginnt erstmal, dass wir eine schöne Unterhaltung haben zwischen Harald und Chlodwig, wo der Chlodwig feststellt, er war noch nie Skifahren. Und Harald ihm fragt, du bist Schweizer und warst noch nie Skifahren? Völlig berechtigte Frage. Das war auch nicht geskriptet. Ich wusste an der Stelle gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Wir haben es trotzdem, ja. Das nennt man Professionalität. Ja, dann haben wir auch noch, leiten wir uns über den U-Boot-Krieg, wo wir halt nochmal erklären, warum U-Boote das damalige Neuland waren. Neue Technologie, die alten Regularien waren darauf gar nicht eingestellt und das Prisenrecht galt nicht für U-Boote so richtig. Also es war für Oberflächenkrieg gemacht, nicht für U-Boote. Und wir haben dann fairerweise zum Copyright ist das gleiche Problem, dass man halt ein Urheberrecht hat, was nicht auf das Internet vorbereitet war. Dann haben wir mehrere Stellen, wo wir dieses Schemischel versuchen auszusprechen. Die habe ich alle drin. Ja, ja. Und das ist die größte Belagerung im Ersten Weltkrieg, wo die Österreich-Ungarn eine verheerende militärische Niederlage erleiden werden. Dann reden wir über den Schweinemord. Das ist, die Deutschen haben erkannt, dass wir ein Ressourcenproblem haben im Inland. Ja, ich erinnere mich. Und einen Haufen sehr, sehr schlaue Ironie off, also jetzt wirklich ironisch, sehr, sehr kontraproduktive regulatorische Maßnahmen getroffen haben, unter anderem Schweinemord, weil die Idee war, wenn man Schweine umbringt, dann hat man mehr Essen, weil um ein Kilo Schweinefleisch herzustellen, muss man 10 Kilo Futtermittel aufbringen. Wenn man das Schwein nicht hat, hat man mehr Futter für die Menschen. War aber eine schlechte Maßnahme, weil das Schweinefleisch konnte gar nicht verarbeitet werden. Und die haben dann mitten im Weltkrieg dann Schweinefleisch verdorben lassen. Ja, ja, das kann mich daran erinnern, dass das hat uns damals die Haare vom Kopf fallen lassen. Dann haben wir eine Stelle, wo ein Elefant an die Front will und der war traurig und dann haben die, der kam aus dem Zirkus und dann haben wir, ja, dann wurde seine Freunde irgendwie ein Affe und ein Papagei auch an die Front geschickt, um den Elefanten glücklich zu machen. Das haben wir ohne Mist so gefunden. Die Stelle habe ich drin. Stimmt, ja. Ich kann mich daran erinnern. In einer Folge habe ich aus Thailand gesendet, da saß ich in so einer Waschküche. Das war auch ziemlich, also für mich ein wichtiger persönlicher Moment, deswegen habe ich ihn reingenommen. Und dann haben wir aus meiner Sicht einer der bemerkenswerten Folgen von vor 100, und zwar die gelbe Wolke, ja, wo wir das ganze Thema Giftgas aufarbeiten, das Thema Fritz Haber, ein sehr bemerkenswerter Mann, der einen Nobelpreis hat für Chemie, weil er das Welternährungsproblem an entscheidender Stelle positiv beeinflusst hat, gleichzeitig als Vater des Giftkrieges negativ in die Geschichte eingegangen ist und seine Frau Clara Immerwahr war, glaube ich, die erste, die promoviert hat in Deutschland oder mit die erste. Sie war auf jeden Fall irgendwie so die erste Frau in Deutschland, die entweder zuerst promoviert hat oder nicht studiert hat, da gab es vorher schon. Jedenfalls eine Batterieexpertin, die halt heutzutage mit Millionen Gehältern im Silicon Valley sitzen würde und die hat sich erschossen auf einer Party, wo es um diesen Giftgas-Sieg ging. Genau. Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir aufarbeiten. Wir haben auch diesen Film geguckt. Natürlich Thema ist auch in dieser Folge auch die Rede über Van Gauck über Armenien. Das war wichtig. 2016, wo die Bundesrepublik diesen Massenmord nochmal anerkannt hat und darüber getrauert hat, was zu Verwerfungen fuhr mit Erdogan, den tollen Hengst. Ja, Lusitania ist gesunken. Ah, ja, stimmt, ja. Wir berichten über Ingeborg Rapoport, die im Jahr 2016 ihre Doktorarbeit verteidigt hat, die sozusagen nicht anerkannt wurde, weil sie Jüdin war in den 30er Jahren. Die hat die dann irgendwie 70 Jahre später verteidigt. Auch eine sehr spannende Frau, die erst in die USA ging als Kinderärztin, dann freiwillig in die DDR, kann man sich heute gar nicht vorstellen, und da an der Charité gearbeitet hatte, jahrzehntelang, sehr überzeugte Sozialistin war. Hm. Ja, also ganz interessante Biografie. Wir reden natürlich auch über
Busencreme. Und Steffen berichtet sehr emotional, weil er in Österreich auf einer Ausstellung war, wie er eine Zahnbürste von 1914 gesehen hat. Ja. Und er war so begeistert und so mitgenommen davon, dass sie diese Stelle auch mit drin haben. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles gut dargestellt. So. Und ja, ich möchte da noch anmerken, eine kleine Stelle noch. Ich war halt so überrascht damals, dass man so viele Dinge aus dem Ersten Weltkrieg zeigt, unter anderem sogar eine Zahnbürste. Genau, und jetzt könnt ihr die besten Ausschnitte aus der Frühjahrsstaffel 1915 hören. Seid live dabei, wenn ein Geschichtspodcast über seine eigene Geschichte podcastet. Viewer discretion is advised. Previously on 400. Toll, Klotwig. Warum waren wir noch nie Skifahren? Ja, warum waren wir noch nie Skifahren? Ich war noch nie Skifahren. Warum war ich noch nie Skifahren? Du bist Schweizer und warst noch nie Skifahren? Und das war das Problem. Das erinnert mich an das Urheberrecht, was zu einer Zeit geschaffen wurde, ohne Internet, ohne Kopierer, ohne Computer, ohne CD-Brenner. Und jetzt ist es auf einmal alles da und dieses Urheberrecht ist ad absurdum. Oder es gibt Probleme, die vorher nicht da waren. Ja, das Internet hat vieles verkompliziert. Wie ja. U-Boote. Ja, nee, ich meine das Internet beim Urheberrecht. Das Internet ist das U-Boot. Naja, egal. Ich wollte das U-Boot staunen, das daraus machen, ist mir wir nicht könnten, gelungen. Wir könnten sagen, U-Boote waren das damalige Neuland. Schimmüssel, wie auch immer man das ausspricht. Schimmel, Schimmüssel, man weiß es nicht, wie man das ausspricht. Da geht's schon los. Ja, da geht's schon los. Man weiß es nicht, wie man das aussprechen soll. Schimmüssel, Rimmüssel, Schimmel einzuschließen. Ja, ein schwieriges Wort mit PRZ. PRZEMYS mit Apostrophen L. Ich glaube, man spricht das Schimmel aus, ehrlich gesagt. Schimmel? Ja. Ich weiß es nicht. Egal. Also Schimmel mit einem M. Schimmel. Wenn ihr wisst, wie man dieses Wort ausspricht, dann schreibt uns doch bitte Kommentare. Audiokommentare sind auch gern gesehen. Ich habe die Geschichte in Deutschland findet ein industrieller Massenmord statt. Industrieller Massenmord. Zentral von der Regierung per Gesetz verordnet. Ja, bist du jetzt unter die Philosophen getreten? Ja, nein, findet statt. Wir haben es gibt jetzt schon 5 Millionen Tote, dieses Jahr allein schon. An der Front, ich weiß. Krieg. Nein, nicht im Land, in jeder Gemeinde über 5000 Einwohnern. Was? Ja. Industriell? Industriell. Vom Gesetz? Massentötung, meine Regierung verantwortlich. Was? Weißt du, überschüssig muss getötet werden. Wer beschließt denn sowas? Welche Gesellschaft ruhig, lässt denn sowas ganz, zu? Ganz ruhig, wir reden kann hier. Kann ich denn da ruhig bleiben? Wir reden hier von dem Land mit den meisten Nobelpreisträgern. Die machen sowas nicht. Es geht hier nur um Tiere, ja, um Schweine. Sie sind auch durch. Was Tiere? Um Schweine. Also an der deutschen Front helfen jetzt, ich halte dich fest, ein Papagei, zwei Affen und ein Elefant. Herzlich willkommen zu vor100.de und damals.tm. Dies ist eine Doppelfolge beider Podcasts und ein Ferngespräch, denn wir begrüßen Steffen in Berlin-Köpenick und Luis in Thailand. Hallo Luis. Hier spricht die Waschküche des Hotels in Südthailand. Breaking News. Die Festung Schemüschel wurde nach 4,5-monatiger Belagerung von den österreich-ungarischen Truppen an die Russen übergeben. Ich muss dich korrigieren, Luis. Die Festung heißt Schemüschle. Schemüschle. Schemüschle, Entschuldigung. Du hast nachgeguckt, wie man das ausspricht. Wir haben endlich nach 4,5 Monaten, du hast es ja gerade gesagt, haben wir endlich mal rausgefunden, wie man diese Stadt, diese Festung ausspricht, nämlich Schemüschle. Ja, wir hatten diese Stadt schon mehrmals erwähnt in vergangenen Folgen. Und das nicht ohne Grund, weil das ist die größte Belagerung des Ersten Weltkrieges.
In dieser Stunde, meine Damen und Herren, gedenken wir der Angehörigen des armenischen Volkes, die vor einem Jahrhundert zu Hunderttausenden Opfer von geplanten und systematischen Mordaktionen geworden sind. Unterschiedslos wurden Frauen und Männer, Kinder und Greise verschleppt, auf Todesmärsche geschickt, ohne jeden Schutz und ohne jede Nahrung in Steppe und Wüste ausgesetzt, auch bei lebendigem Leibe verbrannt, zu Tode gehetzt, erschlagen und erschossen. Diese geplante und kalkulierte verbrecherische Tat traf die Armenier aus einem einzigen Grund, weil sie Armenier waren. Ähnliches traf ihre Leidensgenossen, die Assyrer oder Aramäer, die Pontos-Griechen. Mit unserem heutigen Wissen und vor dem Hintergrund politischer und humanitärer Schrecknisse der vergangenen Jahrzehnte steht uns heute klar vor Augen. Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertreibungen, ja der Völkermorde, von der das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist. Wird mich in Vorbereitung dieser Folge in der Suchmaschine meines Missvertrauens nach Bildern zu suchen für Giftgas im Ersten Weltkrieg, und ich habe die erste Seite eigentlich mir nur mir anzusehen. Weiter bin ich gar nicht gekommen, weil da kriege ich auch selber einen Schauer und da wird mir auch schlecht von. Der wird einem richtig schlecht, wenn man die Bilder sieht. Also ich habe das bezeichnendste Bild, was ich am schlimmsten fand, obwohl man gar nicht so viel sah, waren drei Männer vor einem Krankenhaus. Einer von ihnen wird von den beiden anderen gestützt und man sieht nur, dass er sich gerade so auf den Beinen halten kann, und vor seinem Gesicht hängt ein helles Tuch und man sieht gar nicht das Gesicht, aber dadurch, dass man, also die Fantasie ist da der ausschlaggebende Punkt, was einen so schlecht werden lässt, ne, wenn man dieses Bild sieht. Da dreht sich mir jetzt auch wieder der Magen um. Also ich möchte gar nicht wissen, was da drunter sich wohl verborgen haben mag. Stellt sich jetzt also mit dem gleichen Verfahren hin? Also mit dem gleichen Gehirn und den gleichen Methoden, die ihm zur Verfügung zur Problemlösung stehen. Stellt den großen Massengiftgas her, stellt sich selber am 22. April mit an die Front, sagt so, jetzt hat sich der Wind gedreht, Flaschen auf. Sieht zu, wie Tausende von Franzosen, insgesamt 1200, glaube ich, sind nur gestorben, aber es gibt ja noch die Verletzten, Verwundeten. Genau, und sieht das mit an und feiert danach eine Siegesfeier in seinem eigenen Haus. Seine Frau, Clara immer war, ist überhaupt nicht damit zufrieden. Man darf die Wissenschaft nicht für sowas einsetzen. Das ist schon Kriegsverbrechen. Und sie erschießt sich mit seiner eigenen Dienstwaffe. So. Und er und hat auch mal erzählt, wie er bei einer Übung fast selber sich vergast hätte. Die sind dann selber mal, weil der Wind sich gedreht hat, eine Gaswolke reingeraten und fast erstickt und sind nur durch den zufälligen Wetterumschwung haben sich sie selber gerettet. Das heißt, er wusste, wie sich das anfühlt, wenn man in diese Gaswolke gerät. Er wusste ganz genau, was er da tat. Ja. Er war halt schlau. Prägnant noch seine Beziehung zu seinem Sohn. Über die weiß man nicht so viel, nur Clara immer war, als sie sich erschossen hat mit der Waffe von ihrem Mann, im Garten des Hauses mit der Waffe auf der Brust, wurde angeblich von ihrem Sohn gefunden. Ja. Und der Vater ist am nächsten Tag, so die Legende, abgereist wieder zur Front. Hat den Sohn also mit dieser toten Mutter auch allein gelassen. Richtig, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Es gibt auch Berichte von Fritz Haber. Er meinte, er ist nur noch glücklich, wenn er vorne an der Front ist. Ich lese es mal vor, ja? Achtung! Reisende, die vorhaben, den Atlantik zu überqueren, werden daran erinnert, dass Deutschland und seine Alliierten und Großbritannien und seine Alliierten sich im Kriegszustand befinden, dass das Kriegsgebiet auch die Gewässer rings um die britischen Inseln umfasst,
dass in Übereinstimmung mit der formellen Bekanntgabe der kaiserlichen deutschen Regierung alle Schiffe, die die Flagge Großbritanniens oder eines seiner Verbündeten führen, Gefahr laufen, in diesen Gewässern zerstört zu werden und dass Reisende, die im Kriegsgebiet auf Schiffen aus Großbritannien oder seiner Verbündeten... Vorgestern ist die Lusitania torpediert worden von den Deutschen. Von den Deutschen. 1300 Menschen gestorben, die Lusitania. Eine Dame namens Ingeborg Rappoport. Ja, die Ingeborg. Ingeborg Rappoport. Das ist Frau Professor Rappoport. Also Frau Ingeborg Rappoport wurde vor 100 Jahren 2 Jahre alt, Steffen. Und warum erzählst du mir das? Weil, also wie gesagt, vor 100 Jahren wurde sie 2. Diese junge Dame hat vor 2 Wochen ihre Doktorarbeit erfolgreich verteidigt. Moment, also sie lebt noch? Ja. Und hat jetzt vor 2 Wochen hat sie ihre, dann ist sie ja jetzt schon 102 Jahre alt. Mit 102 Jahren hat sie jetzt ihre Doktorarbeit verteidigt. Da sind Feldbett und sowas. Und dann stehst du mal davor, liest dir das durch und denkst so, Und dann kommst du zu einem anderen Schild, da steht dann drauf Zahnbürste um 1914 bis 1918. Dann liegt da auf einem Podest eine alte, eklige Zahnbürste. Und du stehst da, oh mein Gott. Und du stehst davor. Ich musste einfach ein Foto von machen, weil das so absurd ist, sich eine alte Zahnbürste von 1914 anzugucken. Steffen, du hättest niederknien sollen und laut schreien müssen, mein Leben hat einen Sinn. Vor kurzem hat unser Bundesrat alle Handlungen unter Strafe gestellt, die im Widerspruch zur Neutralität von unserem Land, von unserer Schweiz stehen. Das heißt ja, dass zumindest unsere Regierung möchte, dass wir neutral bleiben. Das ist schon mal ein kleiner Lichtblick. Wir sind so eine letzte Insel im Frieden. Wann war das? Es gibt eine Busencreme. Es gibt eine Busencreme? Ja. Hast du eine Busencreme-Werbung gesehen oder was? Ja, habe ich. Und zwar, ich hab gesehen, eine Busencreme-Werbung für üppige, schöne Büste. Aha. Das heißt... Was auch immer das heißen mag. Okay, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ja. Naja. Aber es ist schön, dass es sowas gibt. Ja, ich auch. Ich kann es halt leider nicht ausprobieren, weil bei mir... Ja,